Ja, herzlich willkommen zum Vortrag, wie ist Joomla aufgebaut, welche Dateien finde ich wo. Es war ein Wunschvortrag, wo ich gebeten wurde, es zu machen. Versuche ich es doch mal. Was ist denn das Problem? Also man hat wahrscheinlich irgendwo eine Joomla-Installation rumfliegen und denkt sich, ich will jetzt irgendwo an der Stelle was ändern. Und jetzt muss ich natürlich wissen, wo wird das generiert, was passiert da, wie komme ich denn da dran? Also natürlich wäre es sinnvoll, wenn man ein bisschen was über die Struktur weiß, was will ich ändern und wo will ich ändern. Und ich bin mit Joomla 3 habe ich das jetzt hier den Vortrag erstellt und mit einem Standard Protostar Template. Und die erste Frage ist erstmal das Wo. Wo will ich denn was ändern? Will ich was im Content-Bereich ändern? Will ich im Modulbereich ändern, was ändern? Woher weiß ich denn überhaupt, was ist? In dem Fall ist es relativ einfach. Ich habe es mal eingefärbt. Wir haben einen blauen Content-Bereich. Und wir haben einen roten Modulbereich. Und wir haben noch ein paar Flächen, wie rechts unten das Back-to-Top und den Titel, der, wie wir später sehen werden, gar zu keinem von beiden gehört, sondern zum Template. Fangen wir mal mit dem Modulbereich an. Nehmen wir mal an, wir wollen irgendwas in irgendeinem Modul ändern. Wir wissen, es ist ein Modul. Beziehungsweise die erste Frage ist dann auch, wie können wir überprüfen, ob es ein Modul ist? Und da gibt es dann in der Backend-Template-Verwaltung, in den Optionen, eine schöne Option, Preview Module Positions, bedeutet also Vorschau der Modulposition. Das kann man anschalten und dann kann man einen Parameter an die URL packen, der heißt TP für Template Positions gleich 1. Und das führt dazu, dass für jede Modulposition, die da existiert, die Position angegeben wird und auch das Module Chrome, was hier wirkt. Also sehen wir, die Suche ist dann in Position 0 und das Menü in Position 1 und so weiter und so fort. Und Banner zum Beispiel ist ganz leer. Aber damit haben wir schon mal einen Ansatz, weil jetzt können wir ins Backend gehen und sagen, okay, jetzt schauen wir doch mal, auf welcher Position ist denn mein Modul? Und dann sehe ich auch auf der linken Seite, was für ein Modul ich habe, kann dann draufklicken, auf der rechts daneben auch den Typ und habe schon mal einen Ansatz, zumindest wie das Modul heißt. Und wenn ich dann in das Modul reinklicke, ist dann relativ schnell ersichtlich, wo ich denn die Ausgabe des Moduls finde. Da gibt es einen Parameter Layout, der normalerweise auf Default steht, wenn man nichts eingestellt hat. Und der ist dann relativ einfach zu finden. Unter Module, Mod, wie auch immer das Modul heißt, Template, Default, PHP. Das heißt, wenn ich eine Änderung an diesem Modul haben will, ist das so mein erster Einstiegspunkt auf Dateiebene, wo ich was finde. Natürlich ändert ihr dann nichts in dieser Datei selbst, sondern macht ein Override, ein sauberes. Stichwort Override. Templates können auch eigene Overrides mitliefern. Das bedeutet, in diesem Layout kann auch was anderes drinstehen, zum Beispiel FUBA in dem Beispiel. Und das findet ihr dann direkt in eurem Template, wie auch immer das Template heißt, im HTML-Ordner, Mod, Modulname, FUBA, PHP. Das ist dann auch, kann man recht schöne Sachen mitmachen. Drittens könnte man zwar irgendeine HTML-Struktur am Modul sehen, aber die ist im Modul nicht auffindbar. Und das ist dann sehr wahrscheinlich ein Module Chrome, heißt das. Das stellt man bei Module Styles ein. Und Module Chromes, die sind sozusagen die, ich sag mal, Div-Container oder Tabellen, die um jedes Modul herum mitgeneriert werden, damit man dann extra Styling-Element hat. Und die findet man auch im Template. Im Joomla 3 ist es hier, heißt die Modules PHP. Das sieht man dann, je nachdem, wie das Style heißt, wenn die dann Test heißt, dann wird man eine Funktion finden, die Test in ihrem Namen drin hat, in dieser Datei. Mit einer Ausnahme, Joomla liefert auch vier oder fünf Module Styles mit. Die findet man in dem System-Template. Und wenn man da sich irgendwas anpassen will, dann wird man sein Template erweitern mit neuen Module Chromes und eigene Layouts dazu packen. Jetzt habt ihr schon das Wort Layouts gehört und Joomla hat eine sehr schöne Eigenschaft. Bei Joomla gibt es Template-Layouts und normale Layouts. Das sind zwei eigentlich völlig verschiedene Sachen, die aber was relativ Ähnliches machen. Und zwar Template-Layouts, das sind Ausgaben von irgendwelchen Extensions, zum Beispiel von Komponenten haben Template-Layouts, da kommen wir nachher dazu. Module haben Template-Layouts, die dann die Grundausgabe des Moduls machen. Aber in Joomla hat man recht schnell festgestellt, es gibt verschiedene Elemente, zum Beispiel einen Print-Button, einen Edit-Button, einen Vorschaubild, was an 50 Stellen in Joomla verwendet wird
und immer wieder reinprogrammiert wurde. Und da hat irgendjemand, kam auf die Idee, hey, wir können das ja unter einem Layout-Ordner definieren. Und wenn dann irgendwo in Joomla, das heißt der J-Layout-Helper in Joomla 3, die Klassen wurden umbenannt mit Joomla 4, als auch in Joomla 3 auch schon ein bisschen, kann auch nur noch Layout-Helper heißen, mit Render habt, dann habt ihr ein Layout, was von Joomla geladen wird, also aus dem Layout-Ordner. Und da gibt es eigentlich, da braucht man gar nicht lang suchen, weil es gibt einen ganz einfachen Trick. Man ändert es natürlich auf einer Testseite, nicht unbedingt im Live-Betrieb, dieses Render zu Debug ab. Und dann macht Joomla was ganz Nettes. Das sagt einem, in welchen Ordner es denn sucht und welches denn tatsächlich gefunden wurde. Und dann kann man, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, kann man Layouts kann man auch per Overrides überschreiben. Bedeutet, ich kann dann die Datei mir aus dem Layout rauskopieren, wieder ins Template rein, entsprechend auch Pfad im HTML-Ordner machen und überschreiben. Oder sogar den Originalaufruf, die dann wahrscheinlich irgendwo in der Komponente oder im Modul sind, so abändern, dass ich meine eigenen Layout-Dateien lade. Also mit einem völlig fremden Namen oder alternative Layouts. Soweit zu Modulen. Schon eine Frage? Gehen wir weiter, wir haben ja noch einen zweiten Bereich. Und zwar den Bereich Komponenten. Komponenten sind ein bisschen komplexer, da die natürlich mehr Funktionalität im Regelfall haben. Und ihr habt wahrscheinlich schon gehört, Joomla macht MVC. Weiß jemand nicht, was MVC oder wie MVC funktioniert? Okay, dankeschön, dann habe ich die Folie nicht umsonst. Und zwar, das Original MVC funktioniert folgendermaßen. Wir haben einen Controller, der bekommt irgendeine User-Eingabe, zum Beispiel zeige irgendwas an. Der geht zum Model und holt sich die Daten vom Model und schiebt sie an den View. Der View ist dann nur für die Ausgabe, ist dann der HTML-Code sozusagen am Schluss verantwortlich mit den dynamischen Daten. Soweit so einfach. Joomla hat natürlich kein so einfaches MVC, haben sich gedacht, wir machen was Besonderes. Die haben auch einen Controller, ein Model, aber die haben einen Subcontroller, der View heißt. Und sie haben einen View, der Layout heißt, die Templates-Layouts. Das heißt, Joomla hat das Ganze ein bisschen verschoben. Das heißt, da wird nicht der Controller direkt, holt sich die Daten, sondern vielleicht habt ihr schon mal gesehen, eine View.html.php, die also in den Komponenten rumstört, die holt sich die Daten vom Model und gibt die dann an den tatsächlichen View, der in dem Fall Template-Default-PHP zum Beispiel heißt, über. Im ersten Schritt wollen wir mal anschauen, okay, wo finde ich denn? Also meistens ist dann bei Layout-Angaben sind die Daten hier drin. Das bedeutet, wir haben wieder ein com irgendwas, wir haben einen Ordner Views, das hat sich dann mit Joomla 4 auch geändert, der heißt dann mittlerweile View in Einzahl mit Großbuchstaben, aber damit es in Joomla 3 sind. Dann gibt es den View-Namen als Ordnernamen und es gibt dann einen Unterordner Template, wo dann verschiedene PHP-Dateien drin sind. Wenn nichts angegeben wird, dann meistens die Default-PHP benutzt. Wenn speziell was ist, zum Beispiel in Joomla ist das typische Beispiel Kategorie Liste und die Kategorie Block. Da gibt es die Liste, die ist die Default-PHP und die Block, die heißt dann Block-PHP. Und da findet ihr dann wahrscheinlich auch wieder Grund-HTML, was ihr dann per Override ändern könnt. Natürlich ist mittlerweile Joomla auch wieder, wie vorhin gesagt, Layouts. Die haben recht viele Layouts in den aktuellen Template-Layouts. Ein bisschen echt doof Namens nennen, das beides Layouts heißt, aber es gibt die Template-Layouts und normalen Layouts. In Template-Layouts werden die normalen Layouts aufgerufen und es ist genau wie das Gleiche. Wenn ihr wissen wollt, hey, wo finde ich denn dieses Layout, was da jetzt gerade gerendert wird, macht ihr einfach Render zu Debug und schon habt ihr den Pfad oder die potenziellen Pfade. Und ihr seht hier auch, schon um die Maus. Es wird immer versucht, zuerst im Protostar zu laden, also in dem Fall im aktuellen Template, dann in der Komponente und dann nochmal im höherwertigen oder im hierarchisch höheren Ordner nochmal im Protostar und dann in den Joomla Core Layouts. Das heißt, ihr braucht auch gar nichts eigentlich verbiegen, sondern wenn ihr seht, hier laden wir es aus den Core Layouts, das heißt hier relativ am Schluss, dann könnt ihr es an diese Stelle packen
oder an diese Stelle packen, dann würden die alternativ nehmen. Also es wird immer von oben nach unten abgearbeitet. Dann braucht man auch gar nichts verbiegen, sondern man legt es einfach in eine Ebene höher rein. Und dann wird statt von unten zu laden, wird es dann vom ersten geladen. Also beim ersten Treffer wird sofort genommen. Ja. Das ist es hier, weil ich auf Windows gestartet habe. Also die Frage war, warum ist dann Backslash und ein Slash? Tatsächlich, weil es auf Windows ist und der Root-Pfad wird halt mit dem systemeigenen Trenner gemacht, das ist in Windows Backslash. Und wenn es auf Linux wäre, würde alles nur mit normalem Slash sein. Bei dem Pfaden. Noch weitere Fragen? Oder Ideen? Oder Ergänzungen? Genau. Ja, damit es passiert, ja, aber es ist nicht per Slash getrennt, sondern in dem Fall dann per Punkte. Also die Layouts werden als Parameter per Punkt getrennt übergeben und dann mit Slash umkonvertiert. Also eine Punktnotation, die da genutzt wird. Aber ja, also der Pfad ist sozusagen, er muss nicht mal Joomla heißen, also man könnte jetzt auch irgendwas anderes reinschreiben. Blablub, Punkt Test PHP, dann schaut er halt im Ordner blablub und versucht die Test PHP zu laden. Wenn sie denn existiert. Und wenn nicht, gibt es eine schöne Fehlermeldung. Aber dann, das ist auch der, wenn man eine Fehlermeldung bekommt, wenn man baut, dann kann man auch das Debug nehmen und dann kriegt man genau aufgezeigt, wo versucht er denn zu laden und wo hat er es nicht gefunden. Also dieses Debug ist relativ nützlich, um da Pfade recht schnell zu erkennen. Und wie man sieht, das ist, Beispiel ist nur für hier, für dieses Dropdown, das kennt man ja, das ist bei den Artikeln. Wird ziemlich viel in Anführungsstrichen Aufwand betrieben, um da relativ flexibel das überschreiben zu können. Noch irgendwelche Fragen? Okay. Das war jetzt soweit die View-Ansicht, also im Modul die HTML-Render-Ansicht und in den Komponenten die HTML-Render-Ansicht. Natürlich gibt es dann hier auch noch drei andere Bereiche, die sozusagen für die Logik zuständig sind. Und Joomla hat ein relativ gutes Framework mitgeliefert, was ganz viele Klassen, also PHP-Klassen und PHP-Funktionen mitliefert, die man nutzen kann, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Also mal als kleines Beispiel, gibt eine JRegistry-Klasse, mit der kann man verschiedene Datenformate, ich sag mal, gleichsetzen und schön nutzen. JApplication ist wird im Ausführungsprozess genutzt, JHTTP, mit dem kann man Zugriffe auf Fremd-URLs nach außen machen. Das ist ein bisschen vereinfacht. JTable ist zum Speichern zum Beispiel zuständig, File kann man Dateien ändern und so weiter. Und das ist nicht negativ, muss ich gar nicht negativ sagen, aber die Krux ein bisschen ist, dass es diese Klassen, die gab es früher in Joomla 3, die werden natürlich noch unterstützt, weil Joomla kompatibel ist, aber die wurden mittlerweile entfernt, weil man will jetzt ja kompatibel mit Joomla 4 sein. Und in Joomla 4 gibt es alles per Namespace, komme ich gleich dazu, was es ist. Das bedeutet, diese Klassen haben ihr J verloren. Das heißt, es existiert keine Klasse mehr, die zum Beispiel JRegistry heißt, sondern es existiert eine Klasse, die nur noch Registry heißt. Da wir natürlich nicht die ganzen Komponenten kaputt machen dürfen, die da in Joomla 3.1 gebaut wurden, gibt es eine schöne Datei, die heißt Library Class Map PHP. Und in dieser Datei ist die Map, die Klassen, das heißt, das sieht man hier, kann man es lesen, als allererstes die JRegistry. Und hier sieht man dann, was jetzt der neue Klassenpfad sozusagen ist. Das heißt, wenn er irgendwelche Klassen sieht, ich glaube, es gibt genau noch eine Klasse, die heißt, das ist der JLoader, die hat noch ein J davor und alle anderen wurden in dieser Datei vermerkt mit einem neuen Pfad. Das heißt, wenn er irgendwelche J-Klassen findet und denkt, okay, wo finde ich das, was da drin passiert? Dann geht ihr in Libraries, in die Class Map und bekommt dann hier rechts einen Pfad. Hier rechts. Genau, die Nummer steht, also diese Klasse bedeutet, die Links, diese Klassen sind alle veraltet, deprecated. Und in rechts steht dann, wann die denn rausfliegen. Also wenn da eine 4.0 steht, dann fliegt die in 4.0 raus, 5.0 fliegt sie in 5.0 raus. Das heißt, ihr solltet spätestens
dann in 5.0 zum Beispiel die JRegistry nicht mehr nutzen, falls ihr programmiert, sondern direkt dann auf Registry gehen. Genau, kann man jetzt schon. Also ist, die Idee ist ja, Joomla 3 und Joomla 4 werden ja eine Weile parallel laufen und es soll ja schon fast 100% kompatibel sein. Ich möchte es nicht 100% sagen, aber es wird das Beste gegeben, damit es auch sehr kompatibel ist. Ist auch ein bisschen ein Kriterium, wenn man mal eine neue Komponente installiert, mal reinzuschauen, nutzen die denn schon die neuen Klassen oder immer noch die alten Klassen? So, und ich habe vorhin schon erwähnt, was wir hier auf der rechten Seite sehen, sind Namespaces. Namespaces haben folgende Funktionalität. Bei Joomla gibt es zum Beispiel eine Dateischreibeklasse. Mit der kann man Dateien lesen, schreiben, kopieren und so weiter. Die ist zwar ganz nett, aber vielleicht denkt sich jemand, hey, ich habe was Eigenes, ich habe was viel Cooleres, was viel schneller ist als das Joomla-Teil. Und bis jetzt mit dem alten Format war es natürlich sehr problematisch, in irgendeiner Form das zu ersetzen, zu sagen, hey, ich habe hier überall in Joomla, wenn geschrieben wird mit dieser J-File-Klasse, soll doch meine eigene genutzt werden. Und was nun möglich ist, zum Beispiel bei Namespace, ist, dass man eigene Klassen reinladen kann. Das funktioniert so. Namespaces erstellen sozusagen einen Kontext, in dem diese Klasse wirkt. Und nehmen wir an, wir haben zwei Klassen, die beide File heißen. Wenn man die aktuelle PHP aufruft, dann gibt es einfach Fehler, weil PHP nicht weiß, welche Klasse ist welche. Und wenn man die dann in Namespaces reinschiebt, also in eigene Kontexte, dann kann man genau gezielt sagen, welche Klasse ich nutze. Und wie ihr seht beim Namespace, fängt jetzt zum Beispiel mit Joomla an. Und da erkennt man, dass es dann im Joomla-Klassen sind. Falls ihr mal Joomla 4 installiert, dann werdet ihr sehen, dass die Datei noch viel größer wurde, weil noch viel mehr aus dem normalen Joomla-Kontext in Namespacing reingepackt wurde. Jetzt natürlich die Frage, wo finde ich denn diese Sachen? Und zwar gibt es im Joomla-Library-Ordner gibt's verschiedene Unterklassen. In Joomla 3, gleich mal, gibt es das FOF, das ist in Joomla 4 entfernt. Aber zum Beispiel gibt es ins CMS, das sind dann Klassen drin, die rein CMS-bedingt sind. Dann gibt es das Joomla Framework, das ist so ein bisschen aus dem hier und hier ist auch Joomla Framework. Dann gibt es einen Vendor-Ordner, das sind dann externe Klassen. Also wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich will irgendwelche Google-APIs aufrufen, dann wird man die wahrscheinlich im Vendor-Ordner finden. Die Krux an der ganzen Sache ist, dass es noch nicht 100% standardisiert ist. Das heißt, wenn was in Joomla drin ist, dann hat es meistens CMS-Syntax, dass man sieht, man ist im CMS-Ordner oder hier ist man im normalen Joomla-Ordner. Aber es ist noch nicht 100% klar. Also da, aber man muss sich einfach wissen, wenn es so eine Joomla-Backslash irgendwas ist, dann findet man es wahrscheinlich entweder im CMS-Ordner, Joomla-Ordner oder im Source-Ordner. Und wo man das findet, ist relativ einfach. In Joomla gibt es ganz oben in der Datei, das ist hauptsächlich in Joomla 4, dieses Statement, da sagt man einfach, nutze diesen Kontext, also in dem Fall Site Application. Und dann wisst man, das würde dann im Ordner Application, Site Application sehr wahrscheinlich in diesem Joomla-Ordner sein oder in einem von diesen zweien, weil es CMS-relevant ist. Und wenn da jetzt irgendwie Google stehen würde statt Joomla, dann wäre es wahrscheinlich im Vendor-Ordner. Und da kann man dann, findet man die Dateien. Irgendwelche Fragen? Wer möchte es wiederholen? Ja. Genau. Ich glaube, es wurde versucht, so viel umzusehen, dass es nicht knallt. Also bei JText gibt es da irgendwelche Abhängigkeiten. Ich weiß nicht ganz genau, muss ich ehrlich sagen. Also die Frage war, warum ist JText zum Beispiel nicht in der Liste drin und wird... gute Frage. JText funktioniert eigentlich. Ist JText wirklich nicht in der Liste drin? Da muss ich mal schnell schauen.
Doch, ist drin. Aber es gibt glaube ich, ein paar Klassen, die nicht drin sind, weil es nicht möglich war, weil es irgendwelche Abhängigkeiten gibt, aber eigentlich sollte das meiste drin sein. Genau. Das heißt, also die ganze Logik, wenn es irgendwas logisch ist, was eigentlich nicht in irgendeinem Template ist, dann findet ihr das sehr wahrscheinlich in irgendeinem Libraries-Ordner. Es ist so ein bisschen Erfahrungssache, muss man ehrlich sagen, wo es findet. Also hauptsächlich, die meisten Sachen findet ihr im Source-Ordner. Das ist so der neue Ordner, wo das Joomla-Framework drin ist. Aber es wurde noch nicht alles migriert. Also typisches Beispiel gibt es so JHTML-Bootstrap-Klassen oder JHTML-Irgendwas-Klassen. Die sind alle noch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in dem CMS-Ordner drin, weil das manche direkt aufrufen, ist ein bisschen friemelig. Aber der erste Schritt sollte dann in dem Fall sein, wenn es ein Joomla-Kontext ist, hier reinzuschauen. Wenn es kein Joomla-Kontext ist, hier reinzuschauen. Beziehungsweise besonders, wenn es ein Joomla-CMS-Kontext ist, hier rein. Wenn es kein Joomla-Kontext ist, hier rein. Aber, als letzte Warnung, es gibt auch diesen Vendor-Ordner, einen Joomla-Ordner drin, der da, weil viele Sachen außerhalb vom Joomla-CMS entwickelt werden, in einem anderen Repository, aber auch im Joomla-Projekt. Und die werden alle zusammengeführt. Genau. Und im letzten Fall haben wir eigentlich noch ein bisschen was übrig. Und das ist eigentlich relativ einfach. Alles, was ihr so nicht findet, wie zum Beispiel diese Bereiche hier, die jetzt gelb markiert sind, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ist es irgendein Plugin. Das sind zum Beispiel die Pref und Nef. Navigation ist ein Plugin. Da kann es relativ wild sein. Da gibt es Content-Plugins, die da reingreifen können. Gibt es System-Plugins, die reingreifen können. Die Namen sind auch nicht unbedingt immer das, was das Plugin auch macht. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung seid, fangt ihr einfach mal an, Plugins zu deaktivieren, aber mit Vorsicht. Bis es verschwindet, dann wisst ihr, welches Plugin es ist. Manchmal sind die Namen auch doch gut. Ich glaube, das heißt, weiß jemand, wie das Plugin heißt, wo das Seitennavigation, was eigentlich auch falsch ist, oder? Aber egal. Seitennavigation. Ansonsten, Protostar zum Beispiel gibt immer den Titel oben aus. Das heißt, es ist einfach Hardcode in dem Template drin, den Titel der aktuellen Seite. Das heißt, wenn alles scheitert, gibt es noch zwei Möglichkeiten. Das erste ist halt das Template zu schauen. Meistens der Index.php. Wenn ihr irgendwelche Template, Framework, Page Builder, Hybride habt, fragt bitte den Support nach, wie die das bauen, weil da haben sie meistens eine leere Index.php oder irgendwie nur ein Renderer oder irgendwas. Oder es gibt noch verschiedene Einstiegspunkte. Die Dokumentation ist relativ gut dokumentiert. Da gibt es für jede Klasse eine Unterseite, wo Verwendungszweck steht, wie es angewandt wird, wie man es verändern kann. Es gibt ein deutsches Forum, wo auch viele Leute drin sind oder die Facebook-Gruppe. Irgendwelche Fragen? Oder noch, hat jemand eine Datei, die er sucht und nicht gefunden hat bis jetzt? Welche denn? Die sind im Layout-Ordner. Alle. Ja, die Frage war, wo denn die Buttons von Joomla 4 sind. Und da, genau, kurze Info, also bei Joomla 4 wurde noch mehr in Layout-Ordner verschoben, aber es wurde auch relativ, wie ich finde, logisch, für Programmierer logisch aufgebaut. Buttons findet man zum Beispiel in Toolbar/Buttons. Da sind dann die Buttons drin, je nach Typ. Und ja, also Ausgabe kann man immer so sich die Tendenz sagen, Ausgaben sind entweder im Layout-Ordner, die man dann mit diesem Debug-Befehl bekommt, oder im Template, in dem Template-Layout der entsprechenden Erweiterung drin. Und logische Sachen sind im Libraries-Ordner. Ja. Hast du eine Ahnung, warum für diese Namespace-Geschichten als Trennzeichen gerade der Backslash gewählt wurde, den man ja quasi anscheinend immer doppelt schreiben muss und nicht einfach nur ein Slash, wie man, ich sag mal, so das aus dem Unix-Filesystem kennt?
Ich wusste es mal, aber ich muss ehrlich gesagt jetzt nicht. Da gibt es eine Riesendiskussion, das ist ja eine PHP-Funktion, das hat nichts mit Joomla zu tun. Die muss man eigentlich nur doppelt schreiben, wenn man sich hier befindet, wenn man sich in einem String befindet, weil der Backslash ja den String sozusagen als Escape-Zeichen, also als geschütztes Zeichen ist. Also man muss also den Backslash selbst escapen. Im Aufruf selbst, wie man oben sieht, muss es nicht doppelt geschrieben werden. Das muss nur, wenn man es in einem String verwendet, doppelt geschrieben werden. Aber es ist eine PHP-Entscheidung. Gibt es eine riesen Diskussion drüber. Ist so. Ist vom PHP-Gott gegeben. Vielleicht gibt es irgendeinen sinnvollen Grund dafür. Weiß jemand? Marco, weißt du das, warum? Nee. Ja. Weitere Fragen? Dann natürlich noch wieder das Obligatorische, 9. Oktober. Wer noch nicht notiert hat, jeder ist willkommen, jeder kann helfen. Dankeschön.